vereitelter Umsturz im US-Bundesstaat Michigan haben Rechtsextreme versucht, die Gouverneurin zu entführen. Wir schalten live zu unserem Korrespondenten Christoph Kohl nach Washington. Keine roten Flecken mehr in Österreich. Trotz eines neuen Rekordes an Infektionen stellt die Corona-Ampel heute maximal auf Orange um. Via Skype sprechen wir darüber mit dem Umweltmediziner Hans-Peter Hutter von der MedUni Wien. Und auf der Durchreise am Flughafen Wien trifft die weißrussische Oppositionsführerin den österreichischen Außenminister. Er sichert ihr Unterstützung zu. Im US-Bundesstaat Michigan ist die Entführung der Gouverneurin Gretchen Whitmer verhindert worden. Einen schönen guten Abend, das ist die ZIP-Nacht. 13 Extremisten wurden festgenommen, darunter auch Mitglieder einer rechtsradikalen Miliz. Die Extremisten sollen neben der Entführung der demokratischen Gouverneurin auch einen Bürgerkrieg geplant haben. Michigans Generalstaatsanwältin Dana Nessel spricht von einer ernsthaften und glaubwürdigen Bedrohung. Demnach beobachteten die Verdächtigen Whitmers Ferienhaus und sollen auch Sprengsätze getestet haben. In Washington sind wir jetzt live mit unserem Korrespondenten Christoph Kohl verbunden. Christoph, was war denn da genau los so kurz vor der Wahl? Ja, es sind noch viele Fragen offen. Heute hat uns alle die Pressekonferenz des FBI und der demokratischen Generalstaatsanwältin von Michigan etwas überrascht, eben mit dieser Ankündigung, dass 13 mögliche Verschwörer festgenommen wurden. Und Verschwörung ist auch das Stichwort. So wird das, was hier geplant war, in den US-Medien bezeichnet. Man spricht nicht von einem Staatsstreich, einem Vereitelten, sondern von einer Verschwörung. Man weiß noch nicht ganz genau, wie weit die Pläne dieser Milizen vorangeschritten waren. Aber eines ist schon klar, das FBI beobachtet diese rechten Gruppierungen schon seit Monaten sehr genau. Immer wieder spricht es davon, dass eben gerade von solchen rechten, weißen Milizengruppierungen die größte Gefahr für zum Beispiel Inlandsterrorismus ausgeht. Die betroffene Gouverneurin gibt ja indirekt Präsident Trump die Schuld, der in der Corona-Krise die Wut angefacht haben soll. Ja, sie sagt immer wieder, sie hat ihm heute vorgeworfen, dass er sich nicht distanziert von solchen rechten Rassisten, zum Beispiel auch vergangene Woche bei der Präsidentschaftsdebatte mit seinem berühmten Saga Stand Down and Stand Back, also haltet euch zurück, aber haltet euch bereit. Und Gretchen Whitmer, die Gouverneurin von Michigan, die ist so eine Art Hassobjekt für diese Gruppierungen. Zu Zeiten des Lockdowns im Frühjahr etwa gab es immer wieder heftige Proteste in Michigan und damals hatten auch schon bewaffnete Demonstranten. In Michigan ist das erlaubt, dass man offen Waffe trägt, das Kapitol nicht gestürmt, aber doch belagert. Diese geplante Entführung ist schon einzigartig für eine westliche Demokratie. Schadet das Trump jetzt? Ich glaube, das ist zu früh, um hier jetzt irgendwie schon zu sehen, wie sich das auswirken könnte auf den Wahlkampf. Es ist jetzt hier in den USA auch nicht die größte Schlagzeile des Tages unbedingt. Aber natürlich ist das Timing so knapp vor der Wahl wahrscheinlich auch kein Zufall von beiden Seiten. Auch man muss da auch bedenken, dass die Demokratin Gretchen Whitmer und auch ihre demokratische Generalstaatsanwältin, dass das durchaus auch ein gutes Timing sein kann für sie, jetzt mit diesen Verhaftungen rauszugehen. Ich glaube, wir müssen abwarten, wie sich das entwickelt. Danke, Christoph Kohl nach Washington. Morgen Freitag, wie immer um 11 Uhr, präsentiert Gesundheitsminister Rudolf Anschober die aktuelle Schaltung der Corona-Ampel. Die Änderungen sind seit heute Abend schon bekannt. 10 Bezirke werden orange, 3 davon direkt von grün. Dass das Infektionsgeschehen zunimmt, das spiegelt sich auch in den Testergebnissen wider. 1209 Personen wurden von gestern auf heute positiv getestet. Das ist ein neuer Rekordwert. Die Zahl der positiven Corona-Tests in Österreich ist so hoch wie noch nie. Und das schlägt sich auch in der Entscheidung der Corona-Ampelkommission nieder. Dennoch ist die Situation nicht so besorgniserregend wie im Frühling. Es wird weit mehr getestet als damals, die Zahl der Intensivpatienten ist nicht sehr hoch und der Tageswert ist ohnehin immer nur eine Momentaufnahme. Der schwankt aber von Tag zu Tag und das muss man bedenken. Das hängt auch damit zusammen, dass manche Testresultate nicht sofort eingespeist werden ins System.
Und dementsprechend ist es wichtig, dass man die Entwicklung betrachtet und nicht die absoluten Zahlen. Verwirrung gab es heute um den Krisenstab des Innenministeriums. Der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat angekündigt, nicht mehr teilnehmen zu wollen. Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit ist seit gestern für den Datenüberblick zuständig. Nur mehr an sie wolle Wien nun berichten. Das Innenministerium zeigte sich verärgert und am Abend sagt SPÖ-Bürgermeister Ludwig in der Elefantenrunde zur Wien-Wahl, an der morgigen Sitzung wird Gesundheitsstadtrat Hacker teilnehmen. Aber selbstverständlich arbeiten wir Stadt Wien mit allen Krisenstäben, überall dort, wo wir eingeladen sind. Und von daher habe ich den Herrn Stadtrat ersucht, morgen bei der Sitzung auch persönlich teilzunehmen und kann das dann dort sicher auch mit dem Innenminister diskutieren, der, wie ich annehme, natürlich auch bei jeder Sitzung dabei sein wird. Auch das ein Unterschied zum Frühjahr. Dass alle politischen Parteien bei der Bewältigung der Pandemie an einem Strang ziehen, lässt sich nicht mehr erkennen. Und ich spreche jetzt mit dem Umweltmediziner Dr. Hans-Peter Hutter. Dr. Hutter, Sie sind heute nicht zu uns ins Studio gekommen, weil Sie selbst heiser sind zur Sicherheit. Lassen Sie sich testen? Nein, das ist sicherlich notwendig. Es ist eine Überbeanspruchung des Kehlkopfes, der dadurch zustande gekommen ist, dass ich sehr laut sprechen musste über eine gewisse Zeit. Weil es geht ja jetzt im Herbst einigen so mit leichten Symptomen. Stellen Sie sich die Frage, muss ich mich jetzt testen lassen? Also ganz sicher, testen lassen ist dann sinnvoll, wenn mehrere Symptome miteinander verbunden sind. Das ist vor allem Fieber, das ist Kurzatmigkeit, das ist Husten und das ist nicht zuletzt die Veränderung des Geschmacks- und Geruchssinns. Dann ist es sicherlich sinnvoll, sich testen zu lassen. Wenn man einmal zwei, drei Stunden, so wie ich, laut gesprochen hat und am nächsten Tag heiser ist, dann gibt es einen plausiblen Grund für diese Symptome und da ist das Testen nicht sinnvoll. Im Gegenteil, weil man ja hier Ressourcen verschwendet, personell, aber auch Materialressourcen, ist sicherlich nicht notwendig. Ist die Tatsache, dass wir einander mit Erkältungsviren anstecken, ein Indiz dafür, dass wir nicht genug aufpassen? Prinzipiell sind Erkältungskrankheiten meistens Tröpfchenübertragungen. Und ja, selbstverständlich, das wissen wir auch aus Grippezeiten, ist dann eben zu wenig Vorsicht gegeben, wenn man sich eben jetzt in Menschenansammlungen zusammenstellt, wo man die Niesetikette oder die Hustetikette nicht einhält, dann ja, natürlich, dann sind wir unvorsichtig und geben diese Erkältungsviren oder Erkältungserreger, Erkältungskrankheitserreger weiter an andere. Und das sollte man tunlichst vermeiden, egal ob es jetzt um das Coronavirus geht, um Grippeviren oder um andere respiratorische Erreger von Krankheiten. Eine Rotschaltung durch die Ampelkommission gibt es derzeit also nicht, wie wir vorher gehört haben. Würden Sie trotzdem frühere Sperrstunden für Lokale empfehlen nach dem deutschen Vorbild? Da gibt es ja jetzt auch Reisewarnungen innerhalb des Landes. Ja, also Nummer eins, es ist schon erfreulich, dass es nicht nur jetzt Stufungen gibt von einigen Bezirken in Richtung Gelb, von Gelb auf Orange. Das ist sicherlich etwas, was man genau anschauen muss, aber man muss auch zur Ehrenrettung von einigen Bezirken sagen, einige sind zurückgestuft worden. Also das ist durchwegs auch ein Erfolg der Ampel, wo man eben dann gesehen hat, dass in bestimmten Bezirken dort mehr Aufmerksamkeit gegeben hat, wo eben auch die Bevölkerung möglicherweise wieder sicher, also möglicherweise vorsichtiger war und entsprechend es zu dieser Rückschaltung gekommen ist. Das war das eine. Wenn es um diese Sperrstundenvorverlegung geht, ja, die ist sicherlich sinnvoll, wenn man sich jetzt bundesweit anschaut, wie es mit den Zahlen ausschaut. Wir sind in einem kritischen Bereich, das ist keine Frage. Es ist noch kompensierbar, die Behörden haben es noch unter Kontrolle, aber die Vorverlegung einer Sperrstunde ist eine weitere Maßnahme zur Prävention, denn man möchte es ja nicht dorthin kommen lassen, dass die Zahlen immer mehr nach oben gehen. Und insofern ja, es hätte sicherlich einen Sinn in Richtung, dass auch hier die Kontakthäufigkeit wiederum eingeschränkt werden könnte. Danke, Dr. Hutter, für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Außenminister Schallenberg ist am Flughafen Wien-Schwechat mit der weißrussischen Oppositionellen Svetlana Tichanowskaja zusammengetroffen. Sie war auf Durchreise aus Bratislava, wo sie zuvor an einer Sicherheitskonferenz teilgenommen hatte. Im Konflikt mit Langzeitmachthaber Lukaschenko bietet sich Österreich jetzt als Vermittler an. Seit der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl Anfang August reißen die Proteste gegen Lukaschenko nicht ab.
Hauptthemen des Vier-Augen-Gesprächs die Unterstützung der weißrussischen Zivilgesellschaft sowie die Durchführung freier und fairer Neuwahlen. Man müsse klare Signale schicken, so Außenminister Schallenberg. Am nächsten Montag werden sich die EU-Außenminister in Luxemburg treffen. Und es ist ganz klar, dass wir einerseits Sanktionen verhängen werden für 40 Personen, aber auch klar signalisieren, dass wir darüber hinausgehen. Dass wir aber auch klar signalisieren, wie die Zukunft ausschauen könnte. Wir müssen viel stärker mit der Zivilgesellschaft in Weißrussland zusammenarbeiten. Was man derzeit in Weißrussland erlebe, sei ein demokratiepolitisches Drama, so Schallenberg. Nach Drohungen gegen ihre Familie musste die Oppositionelle nach Litauen fliehen. Das Gefühl der Angst, mit dem ich seit 26 Jahren lebe, ist nicht verschwunden. Aber wie alle Weißrussen muss man die Angst jeden Tag überwinden und weitermachen für ein freies und sicheres Weißrussland. Die Massenproteste gegen Lukaschenko und seinen Machtapparat gehen unterdessen weiter. Es sind vor allem Frauen, die auf die Straße ziehen, stets in Gefahr, festgenommen zu werden. Und zum Schluss noch das Wetter. In der Früh halten sich noch vereinzelt Nebelfelder. Im Laufe des Tages setzt sich dann im Großteil des Landes die Sonne durch. Es wird eine Spur wärmer als heute. Die Temperaturen erreichen 17 bis 21 Grad. Am Wochenende stellt sich das Wetter dann um. Es wird zunehmend feucht und ab Sonntag bedeutend kälter. Hier geht es jetzt weiter mit Navy CIS LA. Von uns eine gute Nacht.